Das war 1990, im Frühling. Vor einem halben Jahr hatten wir Revolution gemacht. Friedlich. Die Währungsunion sollte kommen, also die Westmark in den Osten und die Einheit. Aber keiner wusste wann und wie. Und dann sah ich im April 1990 einen Zeitungsartikel, dass Interflug Reisen nach Mallorca anbietet. Wir dachten, wenn es jetzt die Gelegenheit gibt, Mallorca, vielleicht kommt die nie wieder, diese Reisefreiheit. Mallorca kannten wir von den Postkarten unserer Westverwandten. Das war Westen. Das war Westen-Westen. Ein Sehnsuchtsort.